Seid gegrüßt, ihr Helden. Habt ihr das Problem auch, zu oft zu sterben? Das bedeutet, ihr müsst eure Rüstung upgraden und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wie auch im BOTW müssen wir hierfür die vier Feen finden. Hierfür müsst ihr aber eine kleine Questreihe absolvieren. Um die Questreihe zu beginnen, müsst ihr euch zum Dorf der Orni begeben und östlich davon, also rechts, befindet sich dann ein kleiner Stall. Und dort ist der Vogel Palen und Kletes. Sprecht die beiden an und die Questreihe beginnt. Bevor wir jetzt aber die Quest anfangen, müssen wir uns einmal zum Nord-Tabanta-Schneefeld begeben. Auf der Karte habe ich ein kleines Sternchen markiert. Dort finden wir ein goldenes Pferd, was unglaublich gute Stats hat, und außerdem brauchen wir ein Pferd, das eben Zugkraft hat. Mit dieser Zugkraft können wir dann zum Beispiel auch Leute kutschieren. Und das ist ganz wichtig für diese Quest. Um ein Pferd wirklich leicht zu fangen, empfiehlt es sich einfach mit einem Eispfeil, zum Beispiel mit dem Frostgelee, auf ein Pferd drauf zu schießen. Dieses gefriert, stellt euch daneben, spammt den A-Knopf und ihr werdet es automatisch reiten können. Geht nun mit dem Pferd vorsichtig an diesem wunderbaren Drachen vorbei und registriert es, gebt es dort ab, so dass ihr es auch woanders nutzen könnt. Bevor ihr es aber auch registrieren könnt, müsst ihr einmal hier kurz mit Hallo reden und mit Paen und dann habt ihr auch das goldene Pferd als Quest absolviert. Beginnen wir also jetzt mal mit der ersten Fee. Wir müssen dafür zu dem Stall, der hier an der Schlucht von Eldin ist. Hier finden wir dann auch gleich zwei neue Ansprechpartner, Violan und Pariturio. Pariturio ist dieser kleine Dicke mit der langen Nase und dem überaus lustigen Hut und diese wollen zur Fee. Damit ihr versteht, was wir jetzt überhaupt machen, wir müssten zu jeder Fee jeweils einen Musikanten bringen. In diesem Fall ist es einmal Violan. Um den beiden überhaupt helfen zu können, da wir sie zu den großen Feen transportieren müssen, müssen wir natürlich jetzt erstmal das Geschirr freischalten. Das Geschirr erhaltet ihr durch Stallpunkte und die Stallpunkte bekommt ihr, indem ihr einfach Pferde registriert oder aber am Stall immer mit der Rezeption spricht. Wollt ihr eure Stallpunkte einlösen, müsst ihr einfach nur seitlich an dem Buch drangehen. Das Geschirr solltet ihr eigentlich ohne Probleme bekommen, weil nachdem ihr den ersten Stall jetzt besucht habt, oben im Nordgebiet, sollte auch hier dann der nächste Stallpunkt kommen und automatisch das Geschirr freischalten. Logischerweise müsst ihr nun euer Pferd mit dem Geschirr ausrüsten. Dafür müsst ihr aber vorher auch erstmal das Pferd abholen. Habt ihr euer Pferd ausgerüstet, könnt ihr den Wagen zusammenbauen und dann das Geschirr mit dem Wagen koppeln, zur Fee hochfahren und ihr habt die erste Fee freigeschaltet. Gehen wir jetzt zur Fee Nummer 2. Den Stall dafür finden wir dann auch in der Nähe vom alten Plateau. Sprecht hier einmal mit Pariturio, der sagt uns nämlich, dass wir jetzt einen Flötenjungen holen müssen, der in den Stall der Hochebene sich befinden soll. Den Stall der Hochebene finden wir hier unten und den Flötenjungen finden wir auch oben auf einem Baum. Damit sich der Flötenjunge Fane uns anschließt, müssen wir jetzt eine kleine Quest erledigen und zwar 10 Schleichwürmchen geben. Schleichwürmchen könnt ihr übrigens bei Terry direkt kaufen oder aber ihr geht nach Kakariko abends, dort sind auch noch welche. Aber auch auf den Himmelsinseln habe ich einige gefunden, aber da wir nur 10 Stück brauchen, geht das relativ flott. Habt ihr alle 10 Schleichwürmchen abgegeben, müssen wir jetzt ein Kind entführen namens Heite. Die sitzt nämlich im Stall herum. Geht mit ihr abends zu Fane und dann könnt ihr quasi schon die Quest abschließen. Nun zurück zum Stall der Ebene. Dort ist das eigentlich relativ selbsterklärend, was wir machen müssen. Wir müssen aus den Bauteilen, die dort weiter weg liegen, einfach nur ein Auto bauen. Sprechen dann nochmal mit Pariturio und fahren zur Fee einmal hoch. Relativ unkompliziert. Ich empfehle euch, die Feen auch in der Reihenfolge zu machen, denn die dritte Fee, die wir jetzt in Nord-Tabanta-Schneefeld machen, durch die bekommen wir automatisch auch Honig, den wir dann auch später für die letzte Fee brauchen. Deswegen auch bitte die Reihenfolge am besten einbehalten. Und wie bei den vorherigen Feen müssen wir auch hier wieder einen Musiker finden, und zwar befindet dieser sich in den Schnepfenhügel. Besser gesagt, in einem Loch, aus dem wir ihn rausholen müssen. Wie ihr das Ganze macht, ist vollkommen irrelevant. Ich löse meine Probleme zum Beispiel immer in Explosionen oder Raketen, von daher ist das hier auch wieder meine Top-Lösung. Haben wir Eupho gerettet, kehren wir wieder zum Stall zurück, müssen jetzt lediglich ein Dach hier drauf bauen und es empfiehlt sich, entweder vorher die Gegner umzubringen oder aber ihr baut euch einfach eine kleine, chillige Konstruktion, schlachtet alles auf dem Weg ab und dann ist auch die Fee relativ easy. Kommen wir zur letzten Fee, die befindet sich hier bei den Zwillingsbergen. Und auch hier wieder das gleiche Prinzip, ein Musiker fehlt, den finden wir in der Nähe von Kakariko. Einige kennen sogar die Stelle, wo wir den finden, und zwar in BOTW haben wir damals dort die Rasseln für Maronos gefunden. Solltet ihr die Fee vorher gemacht haben, also in der Reihenfolge, wie ich es gesagt habe, dann solltet ihr von dem vorherigen Musiker auf jeden Fall Ausdauerhonig bekommen haben.
Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen es nicht in der Reihenfolge gemacht haben, könnt ihr Honig immer noch in dem Loch von Kakariko farmen bzw. obendrauf. Gebt ihm den Honig, er ist happy und dann geht es wieder darum, die ganze Mannschaft einmal zur Fee zu bringen. Die Leute, die im Livestream damals dabei waren, haben mitbekommen, dass ich bei der Stelle fast ausgerastet bin, aber ich habe jetzt wirklich die ultimative Lösung gefunden. Und die habe ich auch im Stream angewendet. Einfach 4 Raketen dran, rüberfliegen und die Szene triggert sich sogar in der Luft. Habt ihr das jetzt geschafft? Gratulation, jetzt könnt ihr nämlich eure ganzen Rüstungen aufwerten und sie bekommen sogar noch spezielle Effekte. Zum Beispiel das Aero-Set wird ab 2 Sternen einfach keinen Fallschaden mehr haben. Ihr könnt also von jeder Himmelsinsel runterspringen und bekommt nie wieder Schaden. Ultimativ geil. Ich bedanke mich einmal ganz herzlich fürs Folgen und wir sehen uns dann in den Livestreams wieder. Wenn ihr weiterhin Tipps, Tricks, Tutorials haben wollt und noch nicht folgt, dann folgt auf jeden Fall, weil dann seid ihr auf jeden Fall ausgesorgt. Also bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.